As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, und willkommen zu einer weiteren Folge hier auf Game Inc. Mein Name ist Martin und wir sind mittlerweile in der 8. Folge. Wie ich damals schon in der 7. Folge in der vorigen feststellen konnte, scheint das Spiel umfangreicher zu sein, als ich erst annahm. Da bin ich jetzt echt gespannt, was uns dann noch erwartet. Hier kann ich hoch. Es wird auch immer verwinkelter. Also man hat immer mehr Möglichkeiten, wo man hin kann. Ich will jetzt nochmal gucken, was hier unten genau war. Ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf. Ah ja, okay. Da unten ist dieser Schacht. Und der führt da lang. Gehen wir doch erst hier unten lang. Wie man sieht, haben wir dort ein weiteres Bonus-Level. Mittlerweile wissen wir, was das hier ist. Und dann schauen wir mal. Rätselraten, juhu! Und das sind wir. Ach, jetzt habe ich nicht gelesen, was da steht. Ich depp. Leider keine Wachen, die wir nutzen können, um die Laser hier zu deaktivieren. Aber auch keine Wachen, die uns daran hindern sollten, zu rennen. Wir haben hier einen Hebel. Keine Ahnung, was er bewirkt. Dich machen wir aus. Und hoch. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie weit dreht ihr euch. Oh, oh, oh. Na, spring doch rüber. Nein, nein, darüber. Okay. Hier haben wir noch einen Hebel. Offenbar sind das drei Hebel, die wir aktivieren. Oh, warte mal, da ist noch was. Oh. Oh, habe ich gar nicht gesehen, dass ich mich oben festhalten kann. Was ist das? Kann ich damit was anfangen? Das scheint nur Dekoration zu sein. Ah, jetzt komme ich natürlich nicht da hoch. Also noch einmal. Ha! Ich kann sogar schnell klettern. Tap, 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 tap. Schalten wir den Hebel um und dich. Wie ich mir denke, aus. So, jetzt habe ich hier die Hebel. Ah ja, genau, da scheinen hier diese Türen zu sein. Okay, die sind offenbar auch aus. Oh, knapp daneben ist auch vorbei. Na, was machst du denn? Ich komme da nicht hin. Habe ich die Türen gerade zugemacht? Oh, ich verstehe. Da hätte man die Hebel vielleicht ein bisschen günstiger positionieren können. Das ist jetzt doch schon ein ziemliches Rumgerenne. Ich hoffe, ich muss die Laser dann nicht mal anmachen. Okay.
Ah ja. Zack. So, und jetzt nochmal den da, ja. Oben rechts. Moment, der hat doch vorhin die anderen beiden bewegt, oder? Oh Mann, hey. Schalterrätsel. Das ist natürlich mein Fachgebiet. Okay, jetzt habe ich hier wieder Ausgangssituation. Zumindest annähernd. Also der da unten bewegt die beiden. Der hier bewegt die beiden raus und rein und den da irgendwie. Und der hier bewegt nur die beiden. Machen wir es nochmal runter. Gucken nochmal, was genau der hier macht. Ich werde nicht weiter darüber diskutieren. Nein. Jetzt haben wir uns hier schon so geschickt angestellt. Jetzt geh auch hier rein. So, was kriegen wir? Drunken laughing guards spill outside with joy to meet the eyeless faces. Und eine weitere Rolle haben wir bekommen. Der Hintergrund ist ja schön hier, die Bilder. Sieht echt schick aus. So was könnte ich mir als Wandtapete bei mir irgendwie gut vorstellen. Das sieht echt cool aus. So eine ganze Wand voll gemalt. Ich habe ja tatsächlich mal jemanden gekannt. Die hat sich ihre Tapete selbst, also ihre Wand selbst gestaltet mit Bildern und allem möglichen. Die konnte auch recht gut zeichnen. Soweit ich das in Erinnerung habe. Ist ja ziemlich cool. So, ich weiß jetzt nicht mal, ob da links noch irgendwas war. Ich will es nicht hoffen, aber ich denke nicht, dass da ist. Ach, sogar die Pfeile bleiben in der Luft stehen. Wir gehen weiter. Und da ist die Aura. Look at all the guards patrolling near that tower. And see those antennas on the roof? It must be a communication tower. There could be something inside to help us find Karajan. Geh in den Wachturm, ohne entdeckt zu werden. Was mir gerade in den Sinn kommt, ist, dieses Spiel hier mit diesem Charakter, das würde sich doch super gut anbieten für ein Koop. Da müsste man sich echt was Gutes ausdenken an Rätseln oder Herausforderungen allgemein. Boom. Das war knapp. Hätten wir jetzt erstmal die Situation checken. Ich hoffe, dass hier keine Hunde sind. Ah ja. Erstmal Punkte eingesammelt. Ah, ich muss sagen, mir gefällt das Spiel immer mehr. Die Tutorial-Sache, beziehungsweise die Hinweise, wie was funktioniert, das kam teilweise ein bisschen spät, habe ich den Eindruck. Hoppala. Ja. Ich kann sie tatsächlich reinziehen. Oh, ist das mies. Ist das gut? Ist das mies und gut? Super, herumtreibende Spinne. Das möchte ich gerne öfters machen. Aber wie gesagt, das Spiel gefällt mir echt zunehmend mehr, also
Ich habe es mir im Sale geholt. Ich glaube für 3 oder 4 Euro. Ich meine, mittlerweile kostet es so um die 13 Euro regulär. Wäre ich eigentlich auch bereit dafür auszugeben. Nach dem, was ich bisher gesehen habe, das ist schon echt nicht schlecht. Da gibt's Schlimmeres. Also für alle, die Interesse haben. Nach dem, was ich bisher gesehen habe. Ich bin begeistert. Unsere Punkte reichen noch nicht aus. So, wir wollen unentdeckt bleiben. Und er steht uns im Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch die Punkte. Das ist natürlich eine gewisse Tragödie, in der wir uns hier befinden. Ein Dilemma. Aber auch nicht ganz, denn wir wissen es zu lösen. Ich sage nur Schwerter. Und ich bin ja mal gespannt, inwieweit uns hier unsere neuen Fähigkeiten weiterhelfen. Bisher habe ich noch keine so richtige Einsatzmöglichkeit dafür entdecken können. Wir sind ja gerade ziemlich erfolgreich mit dem Finden von Artefakten. So. Wieder kein Gegner. Es hätte sich doch hervorragend angeboten. Wir machen das Licht nicht aus, das macht nur Lärm. Da ist einer und da ist der andere. Da scheint man aber nicht durchgucken zu können. Na, dann holen wir uns den. Bisher noch keine so große Schwierigkeit. Nein, nein, mitnehmen. Du möchtest doch nicht arbeitslos werden. So, ich werf mal kurz einen Blick auf die Karte. Wir sind hier. Das hier gilt es doch zu erkunden. Beziehungsweise das hier. Da hoch und dann sind wir schon am Ziel. Also schauen wir uns erst einmal da um. Das ist doch schon etwas sehr laut. Da husche ich durch das Licht. So nah und doch unentdeckt. Also, wenn man da nicht von Skill sprechen kann, Leute, wenn man da nicht von Skill sprechen kann, dann weiß ich auch nicht. Und ich weiß, dass ich eine Menge nicht weiß. Und das will was heißen. So. Wir gehen jetzt mal hier runter. Sind überall und nirgendwo gleichermaßen. War ich hier schon? Komme ich doch hin. Ach ja, hier unten war ich offenbar schon. Genau, da stand er uns im Weg. Wir sind da entlang gegangen. Na, na. Daneben unten rum. Da ist nämlich noch einer. Und da ist noch einer. Zack. Jetzt nicht. Da war er doch näher als ich dachte. Soll ich es riskieren? Nein. Wir warten. Huch!
Das war ja gerade recht heikel. Ja, da sage ich nur Skillfit, Will Smith, I Am Legend. Oh, schmerzhaft. Schon wieder. Nein. Er hält sich halt überall fest. Oh je. Wenigstens klappt das jetzt mit dem Ablegen. Das, denke ich, ist ein kleiner Bug. Oh, da wollte ich aber nicht hin. Aber egal. Wir gehen eh da hoch. Es geht nur ein wenig schneller. Oh, jetzt habe ich das gleiche Problem gerade doppelt so dicke. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich kann auch nicht mehr als diese Tasten hier drücken. Und ihn natürlich ein bisschen zur Seite ziehen. Jetzt hätte ich beinahe meine Lehre vergessen. Habe ich nicht... Also die Maus war eindeutig hier oben, oder? Also jetzt war die Maus wieder da oben. Aber okay. Hallo? Er reagiert nicht so richtig. So, da drüben ist der Ausgangspunkt. Da steht noch die Werte-Ora. Dann geht's weiter da lang. Mal kurz einen Blick auf die Karte geworfen. Hier unten ist alles abgegrast. Da ist das Ziel, also gehen wir mal wohl doch nach oben. Denn das scheint mir ein abgegrenztes Areal zu sein. Nach rechts wird es dann wohl weitergehen. So, hier haben wir einen Umweg gefunden, der uns von Nutzen sein kann. Ja, das geht immer höher hinaus, ne? Hier schon an der Skyline. Auf mich wäre da absolut kein Verlass mehr. Tja, den kann ich leider nicht verstecken. Ja, ich verstehe sie leider nicht so richtig. Oh. Und meine Untertitel sind auch weg. Zack. Zack. Ach, guck mal an, da pennt einer. Ach was. Das sind ja zwei. Habe ich da nicht vorhin nur einen gesehen? Okay. Okay, okay, okay. Ich frage mich immer noch, wer genau diese Wächter da sind. Scheiße. Ich habe nicht daran gedacht, dass das so viel Lärm macht. Und mein Bildschirm... Der will nicht mitwandern, was ist da los? Warum gehst du nicht hoch? So, jetzt aber flink. Sonst werden wir entdeckt. Nein. Bis ich den versteckt habe, haben die sich wohl schon abreagiert. Da unten war ich schon. Da unten war ich schon, ja. Ich vergesse immer wieder, dass es so viel Lärm macht.
haben wir denn hier? Ist das eine Tür? Nein. Okay. Das ist eine dicke Stahltresortür. Jetzt hoffe ich, dass die keine großen Scheinwerfer haben. Okay, das wird sich wohl auch öffnen danach. Na. Ja, das war etwas ungünstig. Mein Bildschirm ist nicht mit hochgegangen, ne? Und er geht wieder nicht mit hoch. Warum geht er... Was soll das denn? Das ist jetzt aber leicht ungünstig. So, ja, wie erledige ich die jetzt? Man könnte versuchen, wie war das noch einmal? Rechte Maustaste? Linke Maustaste? Ah, genau. Okay. Dann lenken wir doch einen ab. Nur der sollte das jetzt hören. Ups. Okay, es haben beide gehört. Ist das brutal. Oh, ist das gut. Ah, guck mal, da ist eine Aufmerksamkeitsanzeige. Die habe ich noch gar nicht bemerkt. Ja, die offensichtlichsten Sachen, die fallen einem oftmals nicht auf. Und dich kann ich wieder nicht verstecken, ne? Und der baumelt da. Der Arme. Hat sich halt für die falsche Seite entschieden. Aber da hat echt jeder die Wahl. Will ich zumindest hoffen. So. Genau. Jetzt können wir das nämlich auch so machen. Ich hätte mich auch fallen lassen können. Oh. Nein. Wunderbar. Okay. Da wird er offenbar per Luft abtransportiert. Per Luftweg. That's it. If we get our hands on the tracking device, it'll lead us straight to Karajan. Finde die Wache des Kuriers. Ah, da kommen wir jetzt zu den Wachen. Das erste Siegel haben wir. Die 6 Wachen. Und offenbar haben wir immer noch nicht alle 5 Mülltonnen gefüllt. Oh, schon wieder ein Hund. Ich weiß nicht, ich kann... Mann, hat der einen Radius. Der war beim anderen Hund aber deutlich kleiner, oder? Ja, an den Hund kann ich mich halt nicht anschleichen, ne? Der riecht mich. Da muss ich jetzt warten, bis die weg sind. Oder ich kann da oben noch was machen. Sieht nicht so aus. Ich riskiere es mal nicht. Ich glaube, da brauche ich zu lange für. Oh. Oh Junge. Die laufen natürlich nicht alle gleich schnell. Ganz rausgekriegt, wie ich diese Hunde am besten erledige.
Ich meine, bei dem ersten Hund hat der Bambuspfeil ein bisschen was genützt. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay, da geht's noch eine Etage runter. Und die riechen natürlich nur nach oben hinweg. Das ist natürlich gut zu wissen. So, jetzt gilt es natürlich, Augen und Ohren offen zu halten. Keine weiteren Vögel. Und da geht das Licht durch. Den holen wir uns aber auch. Und am Ende können wir uns den Hund holen. Jetzt wollte ich schon wieder hochrennen. Ich habe schon wieder vergessen, dass eine ganze Menge Lärm macht, Leute. Was mache ich denn da, dass ich das nicht vergesse? Ein bisschen, wie heißt das hier? Gehirnjogging? Kawashima? Selbst das habe ich vergessen. Leute, das sieht nicht gut aus. Ich glaube noch weitere 10 Jahre und die Sache ist gelaufen. Tap, tap, tap. So, jetzt schnappen wir ihn uns. Halt, Moment, sieht der Hund uns im Licht? Ach, ist das scheiße. Der bellt halt gleich los, ne? Der gibt da keine Ruhe. Aber ich möchte gerne den Typen da haben. Wart mal, ist doch klar, Mann. Wir haben doch hier unsere Ablenkung. Warum habe ich da nicht vorher dran gedacht? Wahrscheinlich, weil ich sie noch nicht so oft benutzt habe. Da warten wir noch, bis er näher ist. Gucken, was passiert, wenn er da losbellt. Die Schallwellen sehen ja recht cool aus. Ah, guck, der kriegt das mit. Fuck. Bin ich jetzt entdeckt worden? Ach, das habe ich ja schon erledigt. Na dann ist ja gut. Ja, okay, dann holen wir uns noch dich. Du da, stehst ungünstig. Geh mal beiseite. Danke. Sehr entgegenkommen. Ja, das mit den Hunden habe ich noch nicht so ganz raus. Okay. Wir nehmen wieder hier diese Bambuspfeile. AKA Shuriken, wie ich meine. Da geht's nicht weiter. Wenigstens sterben wir beim Runterfallen nicht. Das ist schon mal sehr angenehm. Und wie er das mit dem Wandrunterslide macht, das frage ich mich immer noch. Okay, auffällig wenig los. Habe ich irgendwas übersehen? Gebäude sind. Hey, look at this. One of our scouts left behind some equipment. Tja, was ist da wohl drin? Das ist jetzt eine gute Frage und das werden wir erfahren, und zwar in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Game Inc. durchgenudelt Mark of the Ninja.